Kann ich hier mit dem Mikrofon auch runtergehen, ja? Geht das? Dass das funktioniert? Achso, du. Ja. Hallo. Du hast dich schon beschäftigt mit der ganzen Materie, ja? Ich habe mir das alles angehört. Ja, auch vorher schon, also ihr beschäftigt und so mit der ganzen Sache. Wo ist der gute Kollege? Ja, hier. Alhamdulillah. MashaAllah. Möge Allah ihn ins Paradies führen. Amen. Möge Allah ihm den Lohn geben, dass er ihn zu diesem Weg geführt hat. Denn wenn Allah jemand zum Islam führt, dass der Islam ist die einzige Rettung vor der Hölle. Alhamdulillah. Deswegen müssen wir glücklich darüber sein. Du hast dich damit beschäftigt. Du weißt, was das bedeutet. Du weißt, dass das der einzig wahre Weg ist. Du glaubst, Allah ist der einzige Gott. Dass der Prophet der wahre Prophet ist. Und du glaubst, der Koran ist die Wahrheit. Bist du mit einverstanden? Soll ich die Shahada vorsagen oder willst du alleine sagen? Ich sage vor, inshallah. Okay, jetzt mit der Absicht, Islam anzunehmen. Ashhadu. Ashhadu. An. La. La. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Allahu Akbar. Bruder. Möge Allah dich festigen, Bruder. Ne? Und falls es irgendwelche Probleme gibt, der Bruder kann dir auch weiterhelfen, ja. Inshallah. Und wir müssen glücklich sein und danke an auch den Moscheevorstand, dass sie heute diese Aktion hier gemacht haben. Dadurch ist auch der Bruder zum Islam auch heute mitgekommen. Möge Allah euch allen den Lohn dafür geben und beglückwünsche mal euren neuen Bruder. Allahu Akbar! Ist zu leise, bis nach Braunschweig müssen wir es hören. Allahu Akbar! Damit die das in der Nachbarschaft hören, dann kommt vielleicht noch jemand rüber und sagt, das will ich auch nochmal. Okay, ich beglückwünsche dich nochmal. Inshallah. Und dann beglückwünsche mal euren neuen Bruder, inshallah. Allahu Akbar! Beglückwünsche ihm alle hier. Los! Müde geworden oder was? Sonst noch jemand? Bei den Frauen noch jemand, der Islam annehmen will oder die ist?